Ach Weil nee. wenn ich so weitermache, habe ich irgendwann die ganze Wüste abgegrast. Kein Sand mehr. Interessant. Oh. Ach, genau 4 Stück Sand gesammelt. Dann geht eigentlich die Aufnahmesession schon wieder. Wir machen gerade den letzten Teil. Brauche ich. Ne, brauche ich gar nicht. Jetzt war das in der Mitte, oder? Tete. 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 Nü. Das. Zack. Öfen beim. Was? Auch keine Ahnung, was er von uns wollte. Oder ob er überhaupt Guck. irgendwas von Ich uns guck wollte. meinen Öfen jetzt beim Glasschmelzen zu. Ist auch eine gute Toll. Variante. Bist auch so einer, der auf Action steht, ne? Ich hab mir überlegt, dass du dir lieber nochmal losgehst, dir noch neuen Sand holst. Nee, im Moment habe ich eigentlich schon genug Sand. Also. Kann man nie genug Sand haben? Ja, doch, kann man. So. Alles klar. Das ist klar. Nee, ich habe hier gerade nur weiter an meinem Feld gebaut. Gesundheit. Gesundheit. Dankeschön. Es wird schon wieder dunkel. Nein, meine Axt ist kaputt. Ist bekannt. Wie soll denn das bitte bekannt sein? Wird Ja. Ich probiert. wollte sagen, ich glaube, es Oh ging eher doch ein nein, bisschen ich bin zu in früh. meiner Butze drin und dann höre ich den Sound für. Oh, du hast einen Dungeon geöffnet. Ah, toll. Hä? Ja, dieses komische Piepen da, wenn du in den Dungeon kommst. So, im Untergrund. I don't know what you mean. Ich weiß auch nicht, was du meinst. Jetzt Also sollte's bei sein. mir piept gar nichts, wenn ich in den Untergrund komme. Bei Den dir Ton piept's auslassen ist wohl. normal. Mir piept zwar, ja, vielleicht. Wer weiß. La 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 Nein. Lass mich. Nein. Doch. Nein. Kannst so viel Nein sagen, wie du lustig bist. Nein. Nein.
Oh, die Sakura-Planken sehen ja auch sehr schön aus. Ja, streiten sich. Müssen wir erstmal anschauen, wie die innen verbaut aussehen. So, das ist doch schon mal schön. Hell. Alles klar. Alle still am vor sich hin werkeln, oder? Genau. Ja. Yep. Sehr beschäftigt. Ist ja langweilig. Bekannt. Nein, das blitzt lol. schon wieder. Ich gehe wieder rein. Ich gehe wieder rein. Ich gehe Oh wieder mein rein. Gott, geblitzt! Ich kann nicht mehr. Ich muss gehen. Naja, nur er wurde ja vorhin schon mal vom Blitz getroffen, ne? Nein, das Oder meinte vom ich jetzt Creeper. nicht. Wer von uns doof ist zu erkennen, ist bekannt. Das war nicht in meiner Nähe. Alter, der Sakura-Wald ist einfach mal riesig geworden. Ja, man sieht ihn auch. Ist ja gut. Jetzt so. Kein Kommentar, bitte. Schau mal in den Chat. Lol, das ist ein Lol. Ah, so ein Könner. Das wäre auch langweilig, wenn nichts passiert wäre, ne? Wow! Jemand gerade versucht, was zu tun? Ja. Gravity Ender Nämlich mal eben Storm, begleiten. alles klar. Ah, können wir dich begleiten, das weiß ich nicht. Naja, dann nicht. Marcel, was war das? Das war ein Creeper. Creeper? Ach so. Ja, aber der hat mich mit dem Blitz getroffen. Ach so, einen hatte ich gerade Creeper auch hatte ich schon. mit dem Blitz getroffen. Ja. Wie der Blitz kam auch dazu. Muss ich das jetzt so verstehen, dass der Creeper einen Blitz geschossen hat, oder was? Ja! Das ist ein Viech. Was ist das denn für ein Viech? Ein Creeper of Lightning oder Dürfen die das sowas. denn? Dürfen Wie die das? das jetzt? Ich glaube nicht, Ja, dass da kann einer auch nicht. nachfragt. Scheiße, ich laufe jetzt zu meinen Sachen und habe bis jetzt noch nicht ein Monster getroffen. Ich habe schon 3/4 des Weges rum. Nein, Stroh, warum komme ich beschwer denn da dich auf nicht, dich? schrei nicht so Nein, laut, schrei schwör nicht mich so nicht. laut, Basti. Oh nee, mit Glas verbaut. Erfolgreich. So. Was sagen Sie? Ich nehme an, die Aufnahmesession ist gleich rum. Es lohnt sich nicht, Richtung Land zu rudern, wa? Für eine weitere Expedition. Ja, doch schon. Ein paar Minütchen haben wir noch. Nee, du weißt schon, dass ich plane, 2 Minuten hinzubrauchen, 2 Minuten. Oh nein, Basti. Basti. Basti, muss man dazu was sagen? Fragt, ob man da was zu sagen muss. Nein, musst du nicht. Nimm es einfach so hin. Ruhig. Keine Angst. Basti, du musst doch irgendwann mal überleben. Ja, mach ich ja. Nein, machst du ja eben nicht, das ist das Doch so. Problem. Oh, ich bin ein. Warum baue ich mein Bett denn direkt nochmal ab? Zwischen den Toten macht er das immer. Dieses Überleben.
Ich bin erst zweimal gestorben heute und das auch erst in den letzten 3 Minuten. Klar, weißt du, unter du brauchst meiner... echt so ein... Du solltest mal deinen Bereich irgendwie besser safe. Ich bin ja gar nie bei mir, ich bin ja schon ganz weit weg. Warum bist du denn so weit weg? Weil ich mal erkundet habe, was es hier so gibt. Das ist bei Hexen aber gefährlich. Ja, habe ich jetzt gemerkt. ist bekannt, ist bekannt. Ist bekannt, ist bekannt. Das ist wirklich bekannt. Es lohnt sich, glaube ich, echt nicht mehr, bis aufs Festland zu ruhen. Ich glaube, glaub ich, 5 Minuten hast du noch. Du kannst mich. Schalalalala. 5 Minuten habe ich noch, ja, super. Komm ich cool. besuchen. Komm ich besuchen. Eisbär, wo, egal, vergesst es. Nicht so gut. Mhm. Nee, das weiß ich nicht. Ganz gut. Das ist jetzt noch reich, das wäre geil. Echt jetzt? Vor allem jedes Mal dasselbe. Jedes Mal die Cave Spider. Ja, weil meine Sachen jetzt beschützen, die ich mir wiederholen will. Die beschützt deine Sachen. Ja, keine Ahnung. Meine Beute. Oh, ich sehe da jemanden rumlaufen. Meinst du den nackige Basti? Yoshi, zeig dich doch mal bei deinen Büschen. Moment. Oh. War so auf der Seite in Richtung mir. Alter, wie viele Creeper du hier rumlaufen hast. Ja, genug. Hallo. Seh dich. Da. Und zwar recht nahe, weil ich ach so, gesucht warte, habe. Warte. Achtung, Achtung, Achtung. Ah, ist mit Glas verbaut, hä? Okay. Alter, was macht die da? Ich sehe sie. Creeper umlegen. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Oh, da ich brauche noch wer ein bisschen Glas, weil jetzt habe ich wieder über. Achtung, hinter dir. Dankeschön. Das ist sehr glorreich. Mhm. Alter, ja. Ohne Spaß, ich bin ja schon fast froh, auf meinem Schiffchen zu leben. Da habe ich das Creeper-Problem nicht. Ja. Hat ein Gutes. Ja. Ist bekannt. Ist bekannt. Ist bekannt, ist bekannt. Boah, ey. Dieses ist bekannt, ne? Geht dir jetzt schon ist auf bekannt. Den Sack? Quatsch. Das ging mir schon auf den Sack, als wir das geguckt haben. Der Sakura-Wald ist wunderschön. Ich weiß, wo wir gerade bei Sack sind, ne? Ja. Boah, mal eben 32 Truhen gebaut. Muahaha. 32, ja? Ja. Alles klar. Ist bekannt. Hi, Yoshi. Hallo. Was haben wir denn hier? Die Spitzhacke. Wo packe ich denn hier hin? Ah, da. Unbreaking. Was mache ich okay. jetzt? Was brauche ich? Oh, ich habe schon mal alles ja. wieder. Oha. Ob. Warum kann ich das nicht verzaubern? Achso. Marcel, du musst wissen, ich hatte bisher ein bisschen wenig Ruhen. Und das muss ich doch irgendwo ausgleichen. Bisher ein bisschen wenig, ja? Ja. Ein bisschen wenig Truhe. Jetzt gehe ich mal ein paar von den großen Redwood-Bäumen, glaube ich. Oh mein Gott. Was ein Afterlife. So, und jetzt demonstrieren wir mal kurz, was eine Hexor alles kann. So, einmal, zweimal, dreimal. 16 Stück davon. Und daraus bekommen wir dann 32 davon. So. Und die kann man jetzt super platzieren. Ja, 1A. Hört sich so gerade an, als würdest du Werbung für ich weiß nicht was machen. Dann lass ihn doch, wenn er Spaß dran hat. Man könnte da jetzt Mini-Treppen draus machen, ich weiß nicht.
vielleicht eine Mini-Treppe draus? Ach, ein Helm wird aus 5 Dinges gebaut, ne? 5-mal Material, ne? Jo. Oh. Oh, weil dann... Ich die nochmal durch. Ah, ich glaube, ich gucke mir mal an, was der Basti so in seiner Putzelle hat. Cool, die ab. Ich habe ehrlich gesagt nicht viel verändert, Moment. Ja, wenn, hast du schon mal einen Eingang. Ja. Ah, geht doch. Seit ich das letzte Mal hier war, hat sich ein bisschen was verändert. Auch wenn das sehr pragmatisch eigentlich ist. Du stehst nicht so auf Ästhetik, wa? Nicht so wirklich, aber geht. Jetzt ja mein Haus nehmen können, das ist wenigstens ästhetisch. Zumindest anbefasst. Naja, naja, sagt er noch. Mehr als deine Butze. Ästhetikmuffel sagt, naja, zu deiner Butze. Taktisch. Taktisch muss es auch sein. Oh, schick, schick hier. Ja, ist schön, ne? Guck mal da hinten. Ist noch nicht fertig. Dieses Geschaf, ja. Diese Butze ist wirklich für wahr sehr pragmatisch. Und so soll das, wird das hier vorne auch wieder, wenn es zuwächst, so wie hier jetzt. Ich würde sagen, das Sakura-Holz ist, sieht schon nice aus, ne? Woher hast du so viele verzauberte Bücher, Basti? Hab ich mal irgendwo gefunden. Mach mich jetzt aber nicht wo. Irgendwo gefunden, sagt er. Basti, du musst mich irgendwann unbedingt mal auf meinem Schiff hier besuchen. Ja, das werde ich machen. Mal eben ein Brötchen snacken. Mal eben ein Brötchen snacken. So scharf. So. Da freue ich mich schon drauf, dich besuchen zu können. Du musst doch einfach. Die eine Kartoffel mittendrin. Lars, ich guck mal bei dir rein, ne? Jo. Ui. Hier leben ganz viele Schafe. War schwer durch so eine Tür zu gehen, ne? Alter. Ja, das hat Stil. Ist auf der anderen Seite auch noch was. So, Leute, das ist die Tür. Ja. Weißt du, warum ich Camouflage Paste gemacht habe? Schick, 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 schick. Ja, vor allem, hast du auch Connected Textures an? Nein. Okay. Lol, hier ist ein Loch. Ernsthaft jetzt? Nö, ich nicht. Alles true. Achso, ich stehe auch neben dem Bett, deswegen konnte ich so springen, okay. Hier ist ja noch offen. Marcells Butze hat sich nicht großartig erweitert, was? Wenn ich jetzt aus dem Redwood den Fans mache, dann sieht er natürlich, hat er natürlich eine andere Farbe, ne? Ich baue aber gerade ein wenig. So. Naja, das war's dann aber auch schon wieder. Das ist so krass, war. Ja. Wieso ist das mir gerade angefangen, ne? Naja, wir bedanken uns fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao. Ciao. Ciao.